Servus und herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video über Start Recording Teil 2. Wie versprochen, wir haben uns einiges rausgesucht in Sachen Motorbremse, dass man das möglichst einfach darstellen kann. Wir haben aus dem Pannonia-Ring einen Abschnitt. Jeder kennt vermutlich den Pannonia-Ring ziemlich gut. Das ist eine richtig coole Strecke. Vor allem letztes Jahr wurden ein, zwei richtig tricky und kaputte Stellen neu geteert. Gefällt mir sehr gut. Wir waren dort im Juli, glaube ich. War extrem heiß, aber nichtsdestotrotz haben wir mit dem Trainingsmotorrad 1,53,7 gefahren. Also es war dann doch recht in Ordnung. Wir haben tatsächlich dort sehr viel mit der Motorbremse gespielt und probiert und haben nach dem ersten Tag dann wirklich knappe Sekunde, wenn nicht sogar ein bisschen über Sekunde, nur an der Motorbremse gefunden. Christoph hat da das eigentlich komplett gemacht. Wir haben natürlich im Data Recording zusammen ausgewertet, aber die Mechatronik hat er alles gemacht, beziehungsweise wenn jetzt jemand keine Mechatronik hat, das funktioniert ja das JEC oder GYTR, zum Beispiel bei Yamaha oder so, funktioniert ja eigentlich im Prinzip genauso, aber wir müssen Mechatronik fahren. Hat vermutlich nicht jeder sowas, braucht man nicht unbedingt, wie gesagt. Funktioniert eigentlich jedes frei beschreibbare Motorsteuergerät genauso. Wir haben herausgesucht, Pannonia-Ring, Kurve 1, würden wir gleich mal anfangen. Es gibt, ich würde sagen, leichte Schwierigkeiten immer in der Anbremszone, weil statt Ziel ist ziemlich flach und genau in der Anbremszone geht es leicht hoch und in dem Moment, wo ich auf Bremse tippe, steht das Motorrad schon leicht so. Das bedeutet, man hat keine flache Anbremszone. Dementsprechend ist auch der Bremsdruck, wie man hier sieht, auf der lilanen Linie. Die lilane Linie ist der Bremsdruck und die blaue Linie ist Gas. Hier sieht man die Gasstöße vom Blipper beim Runterschalten. Die orange Linie zeigt quasi den Gang an. Wenn man hier senkrecht durchzieht, ist genau, wo der Gasstoß zu Ende ist, geht quasi der Gang rein. Und im Bremsverlauf, wo man hier sieht, natürlich beim geraden Bremsen ist der stärkste Moment, wo man den meisten Bremspunkt hat. Bedeutet, das Hinterrad keilt sofort aus, in dem Moment, wo natürlich auch die Gänge runterfliegen. Heißt quasi, das Hinterrad bremst extrem stark. Kennt vermutlich jeder, dass hinten ein bisschen unruhig wird. Natürlich bremst man vorne auch noch ziemlich hart. Bedeutet, es wird noch unruhiger. In die erste Kurve rein, im Pannonia-Ring, sieht man hier an der gelben Linie den Hinterradspeed und an der weißen Linie den Vorderradspeed. Der Unterschied hier bedeutet quasi, man hat ein Slide, weil die weiße Linie ist ein bisschen schneller wie die gelbe Linie. In dem Moment, wo die gelbe Linie langsam ist, ist meistens Vorderrad und Hinterrad leicht versetzt, beziehungsweise beim geraden Bremsen noch halbwegs an einer Linie, aber das Hinterrad reduziert die Geschwindigkeit. Somit fällt es leichter, stärker zu bremsen, weil das Hinterrad nicht gegen das Vorderrad drückt. Das heißt, es ist ein Gefühl vom Zurückhalten, würde ich mal nennen. Man hat ziemlich viel Support in dem Bereich vom Hinterrad. In dem Moment, wo man die Bremse ein bisschen loslässt, wo sie in die Kurve reingeht, wo man, ich würde sagen, Schräglage aufbaut, kommt natürlich das Ganze wieder zurück. Also es ist im Prinzip ein Jojo-Effekt. Die Gewichtsverlagerung geht rückläufig. Der vordere Bremsdruck wird deutlich weniger. Somit federt die Gabel leicht aus. Man hat hinten wieder ein bisschen mehr Kontakt zum Boden. Sieht man hier sehr gut an der grünen Linie. Vor allem in dem Moment, wo sie beide Linien treffen, also die gelbe und die weiße, ist das ein Gefühl, das, wie soll man das beschreiben, ist ziemlich schwierig. Es ist nicht das Hinterrad gegen das Vorderrad drückt, aber es ist, man bekommt trotzdem einen kleinen Ruck, weil sie beide Räder wieder in einer Spur fangen. Das heißt, der Moment, wo sie beide Räder, das wird man dann gleich in Kurve 4, 5 und 6 auch noch sehen, in dem Moment, wo sich beide Räder in eine Spur bewegen, hat man ganz leichten Rucker nach vorne. Das heißt, es pusht ganz leicht das Vorderrad und ist sehr oft ein Punkt, wo viele stürzen. Wenn man sich das im Data Recording anschaut, seinen Sturz, wird man sehen, dass das wirklich eine sehr häufige Stelle ist. Vor allem hat man ein bisschen weniger Bremsdruck.
man lenkt leicht ein, geht leicht in Schräglage und das Hinterrad und das Vorderrad, da wird das Speed gleich und bekommt man leichten Ruck und dann kann man es wirklich schnell überbremsen. Geht ziemlich schnell. Hier würde ich sagen, die Motorbremse ist gut, nicht perfekt, aber wir haben kein Corner-by-Corner Engine Brake. Bedeutet, wir müssen pro Gang und pro Drehzahl die Motorbremse so einstellen, dass sie überall auf der Strecke funktioniert. Das heißt, zweiter Gang bei 15.000 Umdrehungen, es ist egal, ob ich jetzt in Kurve 2, in Kurve 4, in Kurve 5, in Kurve 6 oder hinten 8 und 9 reinfahre. Das muss überall funktionieren, also muss man immer ein bisschen den Kompromiss eingehen. Wie gesagt, was man sofort sehen wird, ist Kurve 4. Da muss man wirklich einen enormen Kompromiss ergehen. Die Strecke geht leicht runter. Das heißt, man hat sowieso schon ein ganz kleines bisschen mehr Last vorn drauf. Das Hinterrad wird extrem leicht. Sieht man hier, hebt 1, 2, 3, 4. Ja, das vierte Mal ist ein bisschen länger in der Luft. Das sind ein paar Meter. Das sind von hier bis hier. Ja, sind es gute 5 Meter, was dann tatsächlich schon in der Luft ist. Da hat das Hinterrad sowieso wenig Bodenkontakt. Heißt, wenn der Reifen wenig Bodenkontakt hat, ist ziemlich einfach zu erklären, der Reifen hebt ab beim härteren Bremsen, kann sowieso kein Grip mehr generieren, weil gar kein Kontakt zum Boden hat. Das heißt, in dem Moment, wo das Rad wieder auf dem Boden aufkommt, ist das, wie wenn man Wheelie macht und das vordere Rad steht, da gibt es immer die ganzen Fellvideos, das Rad kommt auf, das Rad blockiert und dann hat man Lenker schlagen. Ähnlich ist es hinten, nur dass man kein Lenker schlagen hat, weil das hintere Rad ist. Das heißt, man hat meistens einen leichten Drift, vereinfacht erklärt. In dem Moment sieht man hier, sehr schön, deswegen habe ich vorher direkt gesagt, Kurve 4 wird man es gleich sehen. Das hintere Rad, gelbe Linie und das vordere Rad, weiße Linie, kommen in eine Linie. Das heißt, Motorrad bricht aus, kommt in eine Linie zurück. Da haben wir einen sehr guten Einspieler, der wurde vom Lauer gemacht. Das ist ein sehr cooles Video von Kurve 4, wo man teilweise mit dem Fuß noch irgendwie versucht, alles Mögliche an km/h zu reduzieren, weil es einfach eine hektische Stelle ist. Geht dann tatsächlich um hier gemessen 24 Meter, schiebt dann das hintere Rad gegen das vordere Rad. Das ist natürlich eine ziemlich unangenehme Stelle und man hat immer einen leichten Druck am Vorderrad. Man kann es nicht umgehen, weil wenn man hier mehr Motorbremse gerne haben würde, müsste man eine härtere Kupplungsfeder verwenden, weil man sieht hier auf der blauen Linie, das Gas ist schon komplett zu. Das steht hier auf 1,9% und das ist eigentlich im Prinzip Standgas. Bedeutet, man braucht eine härtere Kupplungsfeder, dass die Kupplung stärker gepresst wird bzw. stärker vorgespannt wird. Und dann kann man das Gas ein bisschen mehr aufmachen und dagegen wirken. Bedeutet aber, es ist in Kurve 4 dann ziemlich gut, aber überall anders funktioniert es schlechter. Meistens sogar deutlich schlechter. Vor allem wenn man Kurve wie Kurve 6 nimmt, da gehen wir rein, ist eigentlich... Kurve 6 ist die beste Stelle gewesen von der ganzen Strecke, habe ich mich mit Abstand am wohlsten gefühlt, die Motorbremse war perfekt dort. Wenn man einlenkt, das ist eine ganz kleine Bodenwelle, die kann man nur als Tipp, wenn man länger geradeaus fährt und die Geschwindigkeit länger beim geraden Bremsen reduziert und später einlenkt, kann man die Bodenwelle umfahren. Habe ich auch erst am zweiten Tag gemerkt, es sind bestimmt 2-3 Zehntel und man ist sowieso noch sicherer unterwegs. Hier sieht man sofort, es geht sowieso nur einen Gang runter. Ich fahre von Kurve 5 auf Kurve 6 im Pannoniering im vierten Gang und bleibe im dritten. Bedeutet, ich fahre die Kurve 6 in einen anderen Gang wie die Kurve 4, habe automatisch eine ganz andere Motorbremse, weil das Motorrad bzw. die Motorsteuereinheit, die rechnet km/h zur Umdrehung. Und dann weiß das Motorrad per Gangsensor, ich bin im dritten Gang. Ich muss 2,5% Gas geben, damit das Hinterrad nicht rausbricht. Das ist das, was man im Computer einprogrammiert. Beziehungsweise Red Bull Ring, Kurve 2,
oder Kurve 3 offiziell genannt, erste Gangkurve, da hat man viel mehr Drossel, hat man die Drosselklappe viel weiter offen, wie natürlich am zweiten, dritten oder im vierten Gang. Hier die Motorbremse ist enorm wichtig, weil Kurve 6 geht auch leicht nach unten, hängt leicht nach außen und man hat aufs Wochenende verteilt ziemlich viele Vorderradrutscher dort, vor allem bleibt es manchmal ganz kurz stehen, das Vorderrad, wenn man wirklich die Welle erwischt. Man sieht es hier, im Federweg habe ich kaum erwischt, tatsächlich Glück gehabt, wäre das Paradebeispiel gewesen, wenn ich jeden gewarnt hätte vor der Welle und dann fahre ich selber drüber. Ne, man sieht hier im Federweg ist eigentlich recht konstant, es geht natürlich nach unten und man muss ein bisschen, ich würde sagen, früh die Bremse lösen, was man hier sieht. Der Federweg bleibt recht konstant bis ziemlich zur Mitte, der Bremsdruck ebenfalls, weil es ändert sich nicht stark viel und dann bremst man in die Kurve rein. In dem Moment, wo man in die Kurve rein bremst, sieht man hier sehr schön, an dem Moment bekommt man hinten ein bisschen mehr Last drauf. Die Bremse öffnet sich, in dem Moment macht das Motorrad wieder so, kommt aus der Feder vorne raus und man generiert ein bisschen Grip hinten. Bedeutet, durch das, dass man den Support vom Hinterrad hat, ist es wie wenn die hinten am Heck jemand festhalten würde. Das heißt, in dem Moment, wo die am Heck hinten jemand festhalten würde, reduzierst du deine Geschwindigkeit viel schneller und viel einfacher und hast viel mehr Gefühl fürs Vorderrad, weil einfach nichts gegen das Motorrad drückt, sondern das Motorrad nach hinten festgehalten wird, sage ich mal. Das ist das, was man eigentlich mit dem Hinterrad erreichen will. Der Moment, wo sich hier beide Linien treffen, also der Moment, wo das Motorrad dann in einer Linie einlenkt, was vom Slide zurückgeht Richtung, ich würde sagen, zum ersten Kurvendrittel, ist hier deutlich besser. Man sieht hier, wenn man ganz, ganz groß zieht, das Hinterrad drückt fast nicht mehr gegen das Vorderrad. Das ist in dem Moment ein bisschen besser angepasst, weil man hat wenig Kurven, wo man im dritten Gang reinfährt. Man hat viel mehr, wo man im zweiten Gang reinfährt. Und da muss man natürlich dann schauen, dass man in Kurve 4 und in Kurve 8 ziemlich gleich rauskommt, in Kurve 11 ziemlich gut rauskommt in der Hauskurve. Und im dritten Gang hat man meines Wissens bloß Kurve 1, Kurve 6 und 13. Da schaut man zwar im vierten Gang ziemlich zeitnah, aber trotzdem. Das wäre es eigentlich so gewesen, so ganz grob zur Motorbremse. Man versucht, wie gesagt, dass beide Räder ziemlich smooth, ziemlich einfach, ziemlich easy in eine Linie kommen. Entschuldigung. Man versucht natürlich, dass beide Räder ziemlich leicht und einfach in eine Linie kommen. Das heißt, Vorderrad wird nicht gepusht und das Hinterrad schlägt nicht so stark zurück. Der Moment, wo man festgehalten wird nach hinten, wo das Hinterrad die Geschwindigkeit reduziert fürs Vorderrad, unter anderem mit dem Vorderrad, soll natürlich so lang wie möglich anhalten. Das heißt, man muss ein Kupplungspaket mit Bedacht wählen. Muss natürlich überall ein bisschen passen. Vor allem, desto stärker das Kupplungspaket, desto mehr Chattering hat man. Denn oft kommt Chattering vom Hinterrad, wie wir im Valencia Streckenplan-Video schon gesehen haben. Genau, das wäre so das Grobe zur Motorbremse. Ich hoffe, ich habe das ziemlich gut beschreiben können. Die Rundenzeit, glaube ich, war gar nicht so schlecht. 1,53,7 mit der 600er. Ich denke, man kann schon ein paar Sachen sehen an der Motorbremse. Wir haben einiges noch geplant. Wir sind jetzt dann am Weg nach Andalusia. Wie man hier sieht, das Video wird aufgenommen im Camper, meistens in Spanien. Und ja, seid gespannt. Wir haben ein paar witzige Sachen noch geplant in Andalusia. Und ja, so machen wir. Bis dann. Solve.